Im November vergangenen Jahres begannen im östlichen Teil des Biopharma-Parks in Dessau-Roßlau die Bauarbeiten für ein neues Blockheizkraftwerk. Am 17. Juli wurde es feierlich eingeweiht, obwohl es bereits seit Frühjahr fertig und im Probebetrieb war. Dr. Ralf Pfirmann ist Geschäftsführer der IDT Biologica und war erfreut über die Inbetriebnahme, denn die bringt einige Vorteile. Ja, so eine Firma wie die IDT Biologica, die hat einen ziemlich großen Energiebedarf, ist allgemein nicht bekannt. Reinräume benötigen einen Haufen Strom, einen Haufen Kälte und auch Wärme im Winter logischerweise. Ja, und Energieeinsparungen spielen da eine große Rolle. Und durch die sich stetig wandelnde Energiegesetzgebung haben wir schon lange Überlegungen gehabt, ein eigenes Kraftwerk zu bauen. Und als die Ersparnisse sich rechneten, haben wir ganz schnell die Entscheidung getroffen, mit unserem Gesellschafter zusammen haben sie errichtet. Wie Pfirmann weiter berichtete, erzeuge das Kraftwerk die Hälfte des Strombedarfs der IDT, wird dennoch weiterhin mit den Stadtwerken kooperieren. Wir sind überhaupt nicht völlig losgelöst von den Stadtwerken Dessau, sondern haben das Kraftwerk sogar in enger Partnerschaft mit diesen errichtet. Wir arbeiten ja schon ganz lange mit den Stadtwerken zusammen. Wir erzeugen einen Großteil, etwa 50-60% unseres Stroms für die IDT selbst. Unsere anderen Standortfirmen beziehen weiterhin den Strom von den Stadtwerken in Dessau. Die Wärme für den Standort und die Kälte, die kommt aus unserem eigenen BHKW, aber das war vorher auch schon so aus unseren eigenen Anlagen. Das neue Blockheizkraftwerk setzt eine Feuerwärmeleistung von 4,6 Megawatt Gas in rund 2 Megawatt Strom um. Weiter werden Warmwasser für die Beheizung der Gebäude der IDT Biologica und Dampf für deren technologische Prozesse gewonnen. Insgesamt kommt man auf einen Wirkungsgrad von 86% mit der Kraft-Wärme-Kopplung der neuen Anlage. Dass das nicht ganz billig ist, versteht sich von selbst. Wir haben fast 3 Millionen Euro in diesen Bau investiert, haben unsere eigenen Leute auch im Wesentlichen gebaut, mit externen Planungsfirmen auch geplant. Die Zielsetzung für IDT ist klar gesetzt: eine effiziente Stromversorgung zu einem vernünftigen Preis und die Amortisation der Investition in einem möglichst kurzen Zeitraum.